Na, ihr Grattler, der Theophanes am Start. Willkommen zurück zu Super Mario 74. Nicht schon wieder, zu Mario 64 Rainbow Road. Wir machen heute noch die finalen Sternrepliken. Die 6 Stück, die übrig geblieben sind. Ich war mal so frei und habe nachgesehen, wo ich die denn bitteschön finde. Indem ich einfach mal durch die ganzen. Oh. F. To pray respect for the fly guy. Ich bin mal mit dem Moonjump Cheat mal ein bisschen durch die ganzen Geheimlevel geflogen, sodass ich auf jeden Fall schon mal einen Überblick habe. Und wir fangen mit dem in meinen Augen schwierigeren an. Und der ist halt eben Dingenskirchen da oben halt, ne? Dummerweise gab's hier oben halt keine Dingenskappe, ne? Naja, ist halt so. Okay, gut, dann sind wir mit dem grünen Schalter durch und wir machen gleich den roten Schalter hinterher. Hallo. Okay. Und hier haben wir erst einmal ein bisschen Aufweg. Deswegen ich einfach mal die Zeit nutze, um zu sagen, was so meine Gedanken zu diesem Hack sind. Denn, ja, ich habe hin und wieder mal verlauten lassen, dass ich dem hier so die Auszeichnung gebe, Star Road auf Wish bestellt. Allerdings, wird es dann diesem Hack dann doch nicht so gerecht, denn es ist ein guter Hack. Definitiv, also man merkt, dass er hier Liebe reingesteckt hat. Und auch wenn er sich sehr inspirieren hat lassen, der werte Herr Skillux, aka Zentrux, aka was weiß ich denn bitteschön, wie der sonst noch so geheißen hat. Auch jetzt das mit den Sternrepliken. Am Ende kann er sich dann doch sehen lassen, der Hack. Von daher kann ich ihm auch eine solide Bewertung geben. Und es ist, er hat seinen eigenen Charme, wenn man mal so ein bisschen von diesem Brei an Schriftzeichen absieht. Ja. Wenn man mal davon ein bisschen absieht. So, dann gehen wir jetzt in den blauen Scheiterpalast. Oh shit, warte mal, ich glaube, in dem habe ich noch gar nicht nachgeschaut, wo der Dingenskirchen, der Stern ist. Ja, ist halt auch interessant. Eigentlich hätte ich das gar nicht machen dürfen, weil das wäre dann für mich schon blind gewesen. Was dann auch nochmal netter Abschluss für den Hack gewesen wäre. Aber gut, man kann ja auch nicht alles machen, wa? Ah, schade. Okay, dann springe ich da gleich nochmal hoch. Und ab dafür. So, also, wo haben wir denn hier den Aal? Will mich ja nicht wundern, wenn der hier irgendwo hinter einer der Wände versteckt wäre. Aber der ist bestimmt auch an einer nicht ganz so schweren Stelle versteckt. Vielleicht hier? Oder hier? Okay, das ist massiv. Das ist massiv, würde ich sagen. Dann hier vielleicht? Nee. Ich bin mir sicher, irgendwo an, ach, da drüben. Okay. An einem Ort, wo man es hätte vermuten können. Und das ist ja so einer, würde ich sagen. Hm. Ich glaube, irgendwas.
Sorry, ich habe vorhin ein bisschen Erdnüsse genascht und da war eine... Hat sich ein Krümel irgendwie dann doch ganz hinten im Kiefer versteckt und der ist jetzt wieder hervorgekommen. Der hatte Sehnsucht nach seinen Freunden. Press F to pay respect. Ah, ja, das hier wieder, ne? Okay. Dann springen wir hier rüber. Ich mach mir mal ein bisschen leiser. Geil, ich höre jetzt gar nichts mehr von der Mucke. Aber gut. Ist ja auch nicht schlimm. So. Ich bin ja noch so am Überlegen, ob ich nicht vielleicht noch jetzt hinterher vielleicht Fallen Stars herschmeiße. Dem anderen Hack von Skillux, aka Zentrux. Ich glaube, da hat er sich dann wirklich auch Zentrux genannt, als der andere rauskam. Ich muss mal gucken. Nein, es war zu früh. Ja. Also, dass ich den halt noch so hinterher schmeiße, hat 3 Kurse, ein Bowser-Level. Kann sich also sehen lassen. Klein und gemütlich halt. Machen wir für zwischendurch, weil ich weiß ja auch nicht, wie, ob ich jetzt mittlerweile Extreme Edition schon beendet habe. Deswegen wäre es zumindest mal eine Überlegung wert. Okay. Und zack. Wo ist die Replike? Komm, zack, danke. Dankeschön. So, dann gehen wir jetzt noch ins letzte Bowser-Level. Und da haben wir 2 sogar. 2 Sternrepliken. Deswegen steht auch bei beiden Bowser-Kursen hier das, ne? B2. Man kann übrigens... Ich versuche mal, ob das von hier aus möglich ist. Also man kann sich bei vom Innenbereich des Castles, kann man sich ins Originalspiel flüchten. Ich zeige es euch mal. So, Moment. Okay, nochmal. 1, 2, 3. Und zwar müssen wir hier einfach ein paar Mal mit dem Dreisprung runterspringen, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe, das war so richtig. Und dass es in der Version auch noch geht, hoffe ich ebenso. Okay, nochmal. Zack, und noch einmal. Noch einmal umbringen kurz. So, ich hoffe, das klappt. Ja, Tatsache. Jetzt sind wir hier in Dingenskirchen, im Schloss. Ah. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, okay. Dann schauen wir mal. Also wir können jetzt hier quasi im gesamten Ding hier unser Unwesen treiben. Wenn wir wollten, aber das wollen wir natürlich nicht. Ich frage mich, was passiert, wenn man hier durch die Tür geht. Ah ja, da ist man wieder hier, okay. Gut, dann brauche ich gar nicht den Save State laden. Aber ihr habt gesehen, was hier noch möglich ist. Aber da hier keine anderen Kurse angezeigt werden, gehe ich einfach mal schwer davon aus, dass, ja... Dingenskirchen, das hier nicht großartig viel mehr zu holen ist, dass man, wenn man in die Level quasi reingeht, ja, dass man da rausgeschmissen wird. Okay. Nun gut, also, die erste Sternreplike befindet sich direkt am Anfang, so gesehen. Und zwar müssen wir dazu auf den letzten Steinblock.
Und ja. Ah nee, das war doch der vorletzte. Na dann, zack. Here we go! Gut, und für den nächsten muss ich in den zweiten Teil des Levels und da mache ich nochmal einen ganz kurzen Cut. Um dann hier in dieses Ding reinzuspringen. Um dann da wiederum in das neue Schloss zu kommen. Nein! Ja, und ja, haha, ihr habt es schon gesehen, da oben ist sie. So, wir haben alle 60 Sterne. Oder 54 Sterne plus 6 Sternrepliken. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal auf die Oberwelt. Und die Mucke hat sich geändert. Genau, und dann stürzen wir uns einmal hier runter. Ui, das Level ist aber ganz schön weit oben. Und die Mucke setzt sich zurück. Geil. Na gut, dasselbe passiert auch, wenn man die Musik im Schloss durch eine andere ersetzt. Siehe diverse Texture-Hacks von Mafia 64. Dann würde ich mal sagen, beenden wir den Hack an der Stelle, wo er angefangen hat. Wobei, wir könnten jetzt noch ein bisschen herummessen. Das Video ist ja leider noch nicht lange genug. Und zwar zum Beispiel, indem wir hier nach oben mit dem Moonjump-Code fliegen. Wäre jetzt geil, wenn hier irgendwo noch so ein Schild so von wegen, ey, wie bist du, Cheater, denn hier hochgekommen? Willst mir das vielleicht sagen? Na, schade. Übrigens, bei dem schwarzen Schloss im Bowser-Kurs, ne, wo man da rein muss, da oben ist leider auch nichts großartig weiter. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Projekt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage schön gemacht, das war's. Morgen ist nichts mehr. Ciao!